Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit dem Skoda Octavia Kombi und zwar dem 1,5 Liter Benziner mit Zylinderabschaltung. Und ich will jetzt mal rausfinden, was braucht eigentlich der Kombi hier mit dem sparsamen Benzinmotor, wenn wir ihn fahren. 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und natürlich auch über die Autobahn. Los geht's mit unserer Testfahrt. 100 Kilometer fahren wir jetzt durch die Stadt, über Land und über die Autobahn in unserem Skoda Octavia 1,5 Liter TSI in der Ausstattungslinie Style. Unser Fahrzeug hier, der hat einen 1,5 Liter Motor an Bord. Das ist ein Vierzylinder mit Zylinderabschaltung, ganz wichtig, oder aktivem Zylindermanagement, wie man es so schön nennt. Und der liefert maximal 110 kW bzw. 150 PS und ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern und ist hier im Auto gekoppelt mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe. Und Skoda sagt, dass dieses Fahrzeug als Kombi, so wie wir ihn fahren, einen Verbrauch haben soll von 5,1 Liter im Durchschnitt auf 100 Kilometer. Und wir fahren jetzt einfach mal ganz normal und schauen mal, wie nah wir an diesen Wert rankommen. Wobei wichtig ist, wir fahren eben normal, also nicht besonders spritsparend, sondern so, wie man ganz normal ein solches Auto fahren sollte. Das heißt, ich halte mich an die Verkehrsregeln. Ich werde, wenn ich muss, überholen, wenn zum Beispiel vor mir ein Traktor ist. Ich werde auf der Landstraße versuchen, die 100 zu fahren, es sei denn, es gibt eine andere Vorgabe, sodass wir einfach einen Wert kriegen, der alltagstauglich ist. Kurz was zu den Voraussetzungen. Aktuell haben wir draußen eine Temperatur, die liegt bei jetzt 30 Grad im Schatten, also ziemlich warm. Ich habe im Fahrzeug die Klimaanlage eingeschaltet. Das Auto hat eine Klimaautomatik und habe die auf 22 Grad eingestellt. Und ganz wichtig, ich habe sie auf die geringste Lüfterstufe eingestellt. Das hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich auf Automatik bin, das Fahrzeug gegebenenfalls stärker den Ventilator nutzt und der würde einfach das Geräuschniveau im Fahrzeug erhöhen und damit den Ton bei der Moderation zerstören. Deswegen also, wie gesagt, auf kleinster Lüfterstufe. Und ja, jetzt schauen wir doch mal. Anfangen tun wir hier mit der etwas längeren Distanz über Land, wie sich denn der Spritverbrauch so entwickelt. Aktuell ab Start zeigt das Auto an 11,6 Liter, ist aber völlig normal. Wenn wir losfahren, dann braucht er immer einen Moment, bis er sich eingependelt hat, um halt einen Wert anzuzeigen, der tatsächlich auch der Fahrstrecke und dem echten Verbrauch gerecht werden kann. Mit 1,81 Meter Breite ist der Octavia Kombi rund 1 cm breiter als zum Beispiel der VW Golf Variant und rund 6 cm schmaler als ein anderer Wettbewerber, nämlich der Opel Astra Sports Tourer. Jetzt aber zum Design. Wenn wir uns die Front anschauen des Octavias, dann sehen wir hier natürlich den typischen Skoda Kühlergrill bei unserem Fahrzeug in glänzend schwarz gehalten und wir haben jetzt seit dem Facelift diese geteilten Hauptscheinwerfer mit an Bord. Manche Leute mögen es, andere eher nicht. Viel wichtiger ist aber, in der Basisausstattung hat der Octavia Halogenscheinwerfer an Bord. Unser Fahrzeug hier hat die aufpreispflichtigen Voll-LED-Scheinwerfer, die übrigens im Paket zusammenkommen mit den Rückscheinwerfern in Kristalloptik und das Ganze kostet dann 1200 Euro. Nebenbei bemerkt noch unser Skoda Octavia hier, der trägt die Farbe Race Blau Metallic und die kostet bei Skoda rund 550 Euro extra. So ein Skoda Octavia, gerade als Kombi, der soll praktisch sein. Und das sieht man zum Beispiel hier im Fahrzeug auch, wenn es um die Ablagesysteme geht oder die Ablageflächen. Wir haben hier zum Beispiel vorne in den Türen, Fahrer- und Beifahrerseite, jeweils Ablagefächer für Flaschen mit bis zu 1,5 Liter Größe. Wir haben in den hinteren Türen im Formbereich Ablagefächer in den Seiten mit Ablagen für Flaschen bis zu 1 Liter Größe. Und wir haben darüber hinaus hier vorne in der Mittelkonsole, direkt unter der Bedieneinheit des der Klimaanlage ein kleines Ablagefach, das man auch schließen kann. Das beinhaltet auch die Möglichkeit, Mobilgeräte induktiv zu laden. Darüber hinaus gibt es hier in der Mitte noch einen kleinen Bereich als Becherhalter mit zwei sogenannten Cupholdern. In dem wiederum befindet sich ein Zusatzelement, das man rausnehmen kann. Das ist ganz praktisch, denn da kann man zum Beispiel ein Telefon einfach hochkant reinstellen und das steht dann sauber da drin und fliegt nicht durchs Auto. Darüber hinaus habe ich natürlich noch die Mittelarmlehne, die hier übrigens verstellbar ist, sowohl nach vorne und hinten wie auch in der Höhe. Und darunter gibt es nochmal ein, ich finde, relativ kleines Fach, aber dennoch ein weiteres Fach, um eben Dinge dauerhaft zu verstauen und gegebenenfalls auch zu verdecken. Denn man kann natürlich die Armlehne runterklappen.
Die Handschuhe, das Handschuhfach haben wir dazu noch, das hat eine normale Größe, da passt schon ein bisschen was rein. Und dann gibt es hier oben noch ein zusätzliches Fach für Brillen, das übrigens entfällt in dem Moment, wo man das Panorama-Glasdach bestellt, dann gibt es das nicht mehr. Also von daher denke ich, dass der Wagen hier, was diese Ablageflächen angeht, eine Menge bietet. Es gibt außerdem noch eine kleine Ablage links unter dem Lenkrad. Die ist ideal zum Beispiel fürs Portemonnaie, zumal sie auch vor Blicken schützt. Und ja, ich denke, damit ist der Octavia, was die Ablagefächer angeht, tatsächlich sehr ordentlich ausgestattet. Thema Materialauswahl und Verarbeitung. Im Octavia finden wir hier in den oberen Bereichen, wo wir eher mal anfassen, Softtouch-Materialien hier auf der Tür, ein bisschen dünner, auf dem Armaturenbrett sehr schön weich. Das gleiche gilt auch für den weiteren unteren Teil des Armaturenbretts. Aber natürlich finden wir in dieser Fahrzeugklasse auch Kunststoff, wie zum Beispiel hier an der Mittelkonsole oder im unteren Bereich, zum Beispiel bei den Türfächern. Das heißt, wir haben hier einen Mix aus Kunststoff und Softtouch. Darüber hinaus finden wir zum Beispiel hier so schöne Dekorelemente in den Türen, die ich sehr, sehr schick gemacht finde. Und wir finden natürlich auch Dinge wie zum Beispiel Leder, hier zum Beispiel an dem Sportlenkrad, das im Fahrzeug eingebaut wurde. Und wenn man sich das gesamte Paket anschaut, dann kann man zum einen sagen, die Optik, die ist wirklich schön und ansprechend. Das sieht alles sehr ordentlich, sehr aufgeräumt aus, wirkt auch wirklich gut verarbeitet. Und ich denke, der Materialmix geht für diese Fahrzeugklasse absolut in Ordnung. An der Seite unseres blauen Octavia Kombis fallen zuallererst nochmal die aufpreispflichtigen 17 Zoll Aluräder in Schwarz auf. Wichtig ist hier aber zu wissen, in der Basis hat der Octavia Kombi 16 Zoll Stahlräder an Bord oder unserer hier in der Ausstattungslinie Style kommt serienmäßig mit 16 Zoll Alurädern daher. Ich würde aber weder die serienmäßigen 16 Zoller noch die 17 Zoller wählen. Ich würde 18 Zoller kaufen, denn damit sieht der Wagen einfach nochmal sportlicher aus. Insgesamt, wenn wir uns das Auto anschauen, der ist 3,67 Meter lang und damit rund 9 cm länger als zum Beispiel ein Golf-Variant oder rund 3 cm kürzer als der Opel Astra Sports Tourer. Zum Design bei unserem Auto noch. Wir haben hier mit an Bord aufpreispflichtig die eloxierte Dachreling und diese Chromrahmen um die Fenster herum. Die Dachreling wäre normalerweise schwarz. Der Gesamtaufpreis für diese beiden Elemente liegt bei rund 400 Euro. Wenn wir uns dann das Auto insgesamt nochmal anschauen, dann stellen wir sehr schnell fest, typische Proportionen der Kompaktklasse führenden Kombi. Wichtig aber beim Octavia, der hat einen Radstand von 2,68 Meter und das sorgt einfach dafür, dass wir innen richtig viel Platz finden. Den Octavia als Kombi gibt es bereits ab ganz knapp unter 21.500 Euro. Dann jedoch in der Ausstattungslinie Active, also der geringsten Ausstattungslinie, mit dem 1 Liter 3-Zylinder Benzinmotor mit 115 PS an Bord. Wer sich für den 150 PS Benziner entscheidet, der muss mindestens 27.800 Euro bezahlen. Dann jedoch bereits in der Ausstattungslinie Ambition, denn Active gibt es dafür nicht. Und wer sich für das Auto interessiert, das wir fahren, also den 1,5 Liter in der Ausstattungslinie Style mit dem Automatikgetriebe mit an Bord, der muss mindestens 29.100 Euro einkalkulieren, wobei bei unserem Fahrzeug hier noch einiges an Sonderausstattung dazukommt und das sorgt dann am Ende für einen doch deutlich höheren Preis. In der Basis bringt der Octavia Kombi die wichtigsten Sicherheits- und Assistenzsysteme serienmäßig mit. So habe ich zum Beispiel mit an Bord die Multikollisionsbremse oder aber auch den Front Assist mit Personenerkennung. Den jedoch gibt es erst ab der Ausstattungslinie Ambition mit dabei. Natürlich kann ich das Fahrzeug deutlich besser ausstatten. Ich kann zusätzliche Dinge hinzukonfigurieren und so kann ich am Ende des Tages dann sogar eine Rückfahrkamera haben oder wenn ich möchte einen adaptiven Tempomaten, einen Spurhalteassistenten und vieles mehr. Aber diese Dinge sind dann im Fahrzeug eben je nach Ausstattungslinie aufpreispflichtig. Mein Testwagen bietet mir unterschiedliche Fahrprogramme. Und das heißt, ich kann hier wählen zwischen Eco, Komfort, Normal, Sport und Individuell. Und wichtig ist zu wissen, dass der Wagen bereits im Normalfahrmodus relativ straff abgestimmt ist, aber ohne unkomfortabel zu wirken oder ohne zu knackig zu wirken. Ich habe aber natürlich die Möglichkeit, über diese Fahrprogrammauswahl das Ganze nochmal entweder komfortabler oder aber straffer voreinzustellen. Was man dann noch dazu sagen muss, unser Auto hier, also unser Testwagen, hat das sogenannte adaptive Fahrwerk mit an Bord. Das kostet 920 Euro extra. Das kann natürlich ein Grund dafür sein, dass der Wagen insgesamt einfach so ein bisschen mehr den Kontakt zur Straße wiedergibt.
Aber wie gesagt, das Ganze sehr unaufgeregt und sehr, ja, sehr entspannt und sehr angenehm. Wenn wir über das Thema Lenkung sprechen hier im Octavia, die finde ich persönlich sehr schön direkt, aber ohne, sag mal, zu präzise, zu nervös zu sein. Der Wagen lässt sich damit wirklich sehr schön auch sportlich bewegen. Und wenn man, wie gesagt, im Komfortmodus unterwegs ist, dann wird es nochmal eine Runde entspannter. Aber dieses Zusammenspiel zwischen dem Fahrwerk und der Lenkung, finde ich, passt hier im Auto sehr gut zusammen. Für den Octavia Kombi gibt es Benzinmotoren mit Leistung zwischen 115 bis rauf zu 190 PS. Und wenn wir den Octavia RS mit dazu nehmen, dann sogar bis 245 PS. Die Dieselmotoren, die leisten zwischen 115 bis rauf zu 184 PS. Der Wagen wird geschaltet je nach Motor und Ausstattungswunsch, entweder manuell oder über ein Doppelkupplungsgetriebe. Und einige der Modelle gibt es auch mit Allrad. Wenn wir über das Zusammenspiel zwischen Motor und Getriebe sprechen, dann kann ich hier bei unserem 1,5 Liter Benziner mit dem 7-Gang DSG nur sagen, dass die Gangwechsel hier sehr weich, sehr unauffällig stattfinden. Man muss eigentlich immer noch mal ins Cockpit gucken, um zu schauen, welchen Gang habe ich eigentlich jetzt gerade. Denn ansonsten merkt man die Gangwechsel überhaupt nicht. Das ist natürlich anders in dem Moment, wo ich sage, ich fahre im Sportmodus und ich schalte zum Beispiel manuell über die Schaltpedal oder über den Schalthebel. Dann kriege ich natürlich diese Impulse bei hohen Drehzahlen schon mit. Aber ich finde, bei der normalen Fahrt ist dieses weiche Schalten tatsächlich ein echtes Komfort-Plus. So, wir haben jetzt rund 25 Kilometer geschafft von unserer Teststrecke. Und aktuell zeigt das Auto einen Verbrauch an von 5,8 Liter auf 100 Kilometer. Also wir haben den Verbrauch deutlich gedrückt. Aber jetzt geht's auf die Autobahn. Und wollen wir doch mal schauen, wie sich denn das Verbrauchsverhalten ändert, wenn wir auf der Autobahn mal kurz ein bisschen Gas geben. Mal schauen, ob wir die Höchstgeschwindigkeit von 214 km/h vielleicht sogar erreichen. Oder wenn wir danach normal fahren, nämlich mit 130 km pro Stunde, wie sich denn der Verbrauch so einpendelt bei unserer Testfahrt hier auf der Autobahn. So, es ist jetzt die Auffahrt. Ein letzter Schwung um die Kurve. Und los geht's. So, jetzt schaltet er natürlich sofort hoch. 4000, 5000 Umdrehungen. Schaltung, ja, schaltet sauber weiter. Auch das unaufgeregt, relativ leise, wie ich finde. Und wir sind jetzt bereits bei 140. Also für nur 150 PS, finde ich, zieht er wirklich ganz ordentlich. Jetzt kommen so bei 155, 160 die Windgeräusche dazu. Aber immer noch, der geht wirklich gut. Also für seine 150 PS. Das erstaunt mich jetzt gerade ein bisschen. Und wir sind jetzt bei 100, über 180 und immer noch ist es hier im Auto nicht laut. Die 200 schaffen wir nicht mehr, denn da vorne kommt jetzt leider etwas Verkehr, der uns davon abhält. Aber wie ich finde, für so einen relativ kleinen Motor mit nur 150 PS geht er tatsächlich sehr ordentlich. Allerdings steht unser Verbrauch jetzt schon bei 6,6 Liter auf 100 Kilometer nach dem kurzen Stück. Nichtsdestotrotz, was positiv auffällt, ist das Geräuschniveau. Ich fahre jetzt 140. Ist tatsächlich sehr ruhig hier im Auto. Finde ich überraschend, dass er so leise ist. Und ich höre eigentlich vom Motor jetzt bei der Drehzahl gut wie gar nichts. Wie gesagt, ich höre nur hier vorne so ein bisschen Wind. Und ansonsten, ja, kann ich nicht anders sagen. Hut ab, leise. Bin jetzt bei 130. Das wäre so die Autobahnrichtgeschwindigkeit und schalten jetzt mal unseren Tempomaten an, denn wir haben hier im Auto mit an Bord den adaptiven Tempomaten, der uns ermöglicht, eine voreingestellte Geschwindigkeit automatisch zu halten. Ich gehe mal kurz auf die rechte Spur. Und dann fahren wir gemütlich die 130, die ich jetzt gerade eingestellt habe, es sei denn, vor uns ist Verkehr. Sobald ich den Blinker setze und rausziehe, beschleunigt er wieder. Im Moment nicht sehr viel, weil wir waren schon bei 125. Aber auch das funktioniert sehr ordentlich. Jetzt kommt von hinten weiter mehr Verkehr. Und die Jungs haben es eilig. Aber jetzt zum Beispiel, Auto reduziert die Geschwindigkeit, weil vor mir ein LKW ist. Wenn ich jetzt wieder rausziehe, zieht er langsam und gemütlich wieder an. Das funktioniert schön weich. Ist halt ein System aus dem VW-Konzern, das man kennt. Das auch bei anderen Fahrzeugen vom Konzern wirklich gut und sauber funktioniert, macht hier auf mich auch einen sehr ordentlichen Eindruck. Die
Dieser adaptive Tempomat, der kostet übrigens mit einem Regelbereich bis 160 km/h 260 Euro Aufpreis, beziehungsweise der bei uns eingebaute adaptive Tempomat mit einem Regelbereich bis 210 Kilometern pro Stunde, der kostet 780 Euro extra. Ist dafür aber ein echtes Komfort plus, gerade wenn man längere Strecken auf der Autobahn unterwegs ist, weil das Fahrzeug einfach immer die Geschwindigkeit so anpasst und man quasi auch die Beine mal bewegen kann und nicht die ganze Zeit immer einen Fuß auf dem Gas haben muss. Finde ich persönlich ein echtes Komfort plus, aber wie gesagt, hat halt dann auch seinen Preis. Wir fahren jetzt gerade auf einem älteren Teil der A92 und das heißt, wir haben hier eine Oberfläche, die ist zum Teil sehr, naja, uneben und bietet immer so Fräskanten. Aber ich finde, dass der Wagen hier das sehr ordentlich und sauber wegfedert und auch das Thema Geräusch hier im Fahrzeug, das hält sich absolut in Grenzen. Ich kann zwar hören, wie die Räder über diese Unebenheiten fahren, aber das ist alles in doch sehr ordentlichen Dimensionen. Das Heck des Octavia Kombi kommt relativ unaufgeregt daher. Wichtig ist jedoch, bereits ab der Basisausstattung gibt es Rückleuchten mit LED-Technologie und bei uns haben wir die auch noch in dieser Kristallglas-Optik dank der Sonderausstattung. Ansonsten gibt es hier unten noch so einen angedeuteten Diffusor, so etwas wie Auspuffblenden oder Endtöpfe sucht man vergebens. Wenn man genauer hinschaut, dann findet man hier unten unter der Kante den tatsächlichen Endtopf der Abgasanlage. Und wo wir gerade hier stehen, können wir auch direkt mal in den Kofferraum schauen. Übrigens, die elektrische Kofferraumklappe kostet 350 Euro Aufpreis. Der Octavia Kombi, der bietet mit aufgestellter Rückbank 610 Liter maximales Ladevolumen. Klappt man die Rückbank komplett um, dann wächst das Ganze an auf 1740 Liter. Und das sind zum Beispiel im Vergleich zum VW Golf Variant nur rund 5 Liter mehr bei aufgestellter Rückbank. Im Vergleich zum Opel Astra sind es hier rund 70 Liter mehr. Klappt man die Rückbank um, dann jedoch sind es sowohl im Vergleich zum Astra wie auch zum VW Golf Variant rund 100 Liter mehr Ladevolumen, die der Octavia bietet. Eine ganz schöne Lösung, leider aufpreispflichtig, nämlich rund 200 Euro teuer, ist dieser sogenannte variable Ladeboden. Den kann ich einfach hochklappen und habe dann die Möglichkeit, hier im Unterboden noch Dinge zu verstauen. Finde ich persönlich sehr praktisch, aber wie gesagt, eben nicht Teil der Serienausstattung. Wir haben jetzt die ersten, fast 15 Kilometer Autobahn hinter uns und aktuell liegt der Verbrauch, der angezeigt wird, bei 6,3 Litern. Also sind doch ein ganzes Stück höher als noch auf der Landstraße, aber dennoch gerade mal 1,2 Liter über dem angegebenen Durchschnittsverbrauch. Und das finde ich aufgrund der Tatsache, dass ich 130 fahre und die Klimaanlage anhab, bei aktueller Außentemperatur von 29 Grad, völlig in Ordnung. Wer in diesem Fahrzeug seine Mobilgeräte koppeln möchte, der kann das ganz einfach mit dem sogenannten Full-Link-System. Das heißt, das beinhaltet Apple CarPlay und Android Auto. Und das ist verfügbar ab der Ausstandslinie Ambition für einen Aufpreis von 150 Euro. Wer das Fahrzeug in der Ausstandslinie Style oder Lauren und Clement bestellt, der hat es bereits in der Serienausstattung mit dabei. Bei mir hier im Testwagen habe ich im Cockpit zwei Rundinstrumente sowie in der Mitte so ein kleines Multimedia-Display. Und die Rundinstrumente, die sind in schwarz gehalten mit einem hellen äußeren Rand, auf dem die Zahlen, also die Werte in weiß mit einer schwarzen Outline stehen. Das sieht sehr schön aus und ist bei normalen Lichtverhältnissen auch gut abzulesen. Wenn jedoch die Sonne so richtig von hinten ins Auto scheint, dann wird das ein bisschen schwieriger. Es gibt aber für die Fahrzeuge, und zwar in der Ausstellungslinie Lauren und Clement und Style, auch die Option, ein digitales Cockpit zu bestellen. Das kostet 390 Euro, hat einen 10,2 Zoll großen Bildschirm und bietet mir dann eben die Möglichkeit, mir das Cockpit in unterschiedlichen, sagen wir, Modi anzuschauen und das Ganze auch zu individualisieren und macht das Fahrzeug dann eben auf Wunsch nochmal moderner. So, das war's auf der Autobahn. Wir fahren jetzt runter nach rund 25 Autobahnkilometern. Aktueller Verbrauch 6,1 ist zumindest die Anzeige. Finde ich persönlich nach wie vor nicht schlecht. Wir sind nur einen Liter weg vom angegebenen Verbrauchswert. Jetzt kommt ein Stückchen Landstraße und dann geht es für uns in die Stadt bzw. den stadtnahen Bereich. Und da ist es dann 50 Kilometer pro Stunde oder weniger und natürlich etwas mehr Verkehr. Jetzt können wir mal kurz gucken, wie das Fahrwerk hier mit einem Bahnübergang klarkommt. Achtung! Man hört ein bisschen was, aber richtig merken tut man es nicht. Klar merke ich die Bewegung, aber sehr weich, sehr sanft.
gefällt mir persönlich gut. Das Interessante an dem 1,5 Liter Motor dieses Fahrzeugs ist, dass er das aktive Zylindermanagement hat, also die sogenannte Zylinderabschaltung. Und das sehen wir hier gerade, denn wenn der Wagen die Leistung gerade nicht voll braucht, die der Motor liefern könnte, dann schaltet er einfach zwei von den vier Zylindern ab, um Benzin zu sparen. Darüber hinaus hat er auch noch eine Bremsenergierückgewinnung mit an Bord. Das heißt, im Moment, wo ich also langsamer werde und bremse, gibt es wieder Energie zurück in die Batterie. Und er hat immer serienmäßig mit an Bord eine Stopp-Start-Automatik. Und das sollte sich eigentlich hier beim Stadtfahren, wo eben jetzt schon wieder die Zylinderabschaltung aktiv wird, positiv bemerkbar machen. Wir wollen mal schauen, wo dann am Ende unserer Stadtfahrt der Verbrauchswert landet, denn aktuell sind es immer noch 6,1 Liter. Wo ich gerade gemütlich durch die Stadt fahre, kurz was zum Thema Infotainment im Octavia Kombi. In der Basisausstattung, also Active oder Ambition, hat der Wagen serienmäßig ein 6,5 Zoll Display hier in der Mittelkonsole für das Infotainment-System. Gehe ich in die höheren Ausstattungslinien, also Style, das ist das, was wir fahren, oder Lauren und Clement, dann ist das serienmäßig ein 8 Zoll Touchscreen, das hier vorne verbaut ist. Es gibt aber optional auch noch die Top-Ausstattung, die bietet dann 9,2 Zoll Touchscreen, leider aber aufpreispflichtig und dann sind auch leider über 2000 Euro extra fällig. Was mir bei Apple CarPlay sehr gut gefällt, ist, dass ich mittlerweile hier eine neue App in der Liste der möglichen Funktionen finde, nämlich die App NTV. Und das heißt für mich, dass ich hier meine Nachrichten jederzeit auch bei mir im Auto abrufen kann. Mir persönlich gefällt ja die Optik hier von dem Infotainment-System, das wir haben, sehr gut. Es wird wieder einige geben, die sagen, ja, aber da fehlt ja der Drehregler für die Lautstärke. Und da bin ich eigentlich ganz bei euch, denn ich mache es immer noch, dass ich instinktiv so machen will, wenn ich die Lautstärke runterdrehen will. Aber ich gewöhne mich immer mehr daran, hier am Lenkrad den Lautstärkeregler zu benutzen. Und ganz wichtig, wenn ich auf diesen Lautstärkeregler drauf tippe, das ist gleichzeitig die Mute-Taste, also die Stummschaltung für die Anlage. Und das geht tatsächlich sehr gut und sehr schnell und ist wirklich, wenn man es einfach mal durchzieht, eine reine Gewöhnungssache. So, während ich hier so ganz gemütlich durch die Stadt gondel, mal ein paar Worte zum Thema Platz und Sitzposition. Ich habe hier in meinem Testwagen vorne die Sportsitze drin mit integrierter Kopfstütze und die sind, wie ich finde, sehr schön bequem und bieten guten Seitenhalt. Die Kopfstütze ist auch für große Menschen wie mich mit fast 2 Metern immer noch, ich finde, hoch genug. Man sitzt in diesen Sitzen wirklich bequem und, wie gesagt, rutscht nicht hin und her. Und ganz wichtig ist, ich habe hier im Auto, obwohl ich relativ aufrecht sitze, immer noch 2 Finger breit Platz überm Kopf. Wichtig ist aber auch, ich habe hier kein Panoramadach verbaut. Das würde ein bisschen Platz klauen. Insgesamt ist das Raumangebot vorne für Fahrer und Beifahrer sehr ordentlich, also sowohl für die Schultern als auch für die Beine. Ich sitze wirklich bequem. Ich kann tatsächlich das Lenkrad sehr schön nahe zu mir ranziehen. Das ist natürlich auch höhenverstellbar und habe damit tatsächlich eine Sitzposition, die ich mir auch für lange Strecken sehr gut vorstellen kann. Wie es hinten aussieht, das schauen wir uns gleich mal bei einem separaten Stopp an. Und dann klettere ich einfach mal nach hinten und schaue, ob ich hinter mir überhaupt sitzen kann. Ein bekannter Vorteil eines Skodas ist, dass er im Fond, also auf dem Rücksitz, ordentlich Platz liefern soll. Ich habe jetzt meinen Sitz vorne nicht verstellt und schaue jetzt mal, ob ich da reinpasse. So, Einstieg einfach. Ich sitze drinne und ich habe jetzt vor meinen Knien noch so 3-4 cm Luft. Oben am Kopf auch noch locker eine Handbreit. Und damit sehen wir, dass wir im Octavia Kombi auch als großer Mensch hinter einem großen Menschen sitzen können. Wir fahren jetzt ins Stadtzentrum von Landshut. Das ist jetzt eine 30er-Zone und da können wir auch schön sehen, die Verkehrszeichenerkennung funktioniert hier im Auto. Hier ist die Straße etwas unebener. Das ist zum Teil, weil es hier tatsächlich alte Straßenteile gibt, zum anderen aber auch, weil gleich Kopfsteinpflaster kommt. Und das finde ich ist immer so eine ganz besondere Herausforderung fürs Fahrzeug, denn das sind halt schon sehr, sehr harte Unebenheiten und sehr viele auf einmal, mit denen das Fahrwerk klarkommen muss. Und normalerweise sorgt sowas dafür, dass es im Auto sehr schnell ungemütlich werden kann.
Und das finde ich immer ganz gut, um zu sehen, wie komfortabel ist er denn nun wirklich. So, der Stadtkern. Und da ist unser Kopfsteinpflaster. So, man hört es sehr ordentlich, aber immer noch absolut im Rahmen. Und das Auto federt auch diese Unebenheiten sehr ordentlich weg. Jetzt kommt noch etwas gröberes Kopfsteinpflaster. Jetzt merke ich Vibrationen, wo das Auto wirklich diese Unebenheiten weitergibt. Aber das ist eher ein Vibrieren. Das ist kein Komfortverlust bezogen auf den Sitz. Aber ich denke, das funktioniert. Und hier wieder dieses Geräusch, das einfach kommt. Aber auch hier ist der Komfort im Fahrzeug absolut noch in Ordnung. Das, obwohl ich bereits in der Lenkung tatsächlich diese Vibrationen spüren kann. Für die, die öfter zuschauen, die wissen schon, was jetzt kommt. Wieder einer meiner Lieblingsteile in Landshut. Neben der unebenen Straße kommt gleich wieder die sogenannte Freiung. Sehr hübsch, wie ich finde. Und für alle, die es noch nicht gehört haben, wichtig, hier findet in Landshut der Weihnachtsmarkt statt. Mag jetzt im Sommer noch nicht so das aktuellste Thema sein, aber wenn ihr in der Nähe seid, der ist klein, aber wirklich nett. Und die Umgebung hier, finde ich persönlich, passt einfach sehr gut dann zum Ambiente. Ich muss wieder sagen, jetzt gerade hier im Stadtverkehr merke ich tatsächlich überhaupt nicht, dass das Auto schaltet. Null. Sehr, sehr angenehm. Ich finde die 7-Gang-Automatik in Kombination mit dem Motor wirklich eine sehr ordentliche Kombination. So, ich verlasse jetzt gleich den Stadtbereich bzw. stadtnahen Bereich und aktuell zeigt unser Fahrzeug an 6,4 Liter. Das heißt, wir haben tatsächlich mehr verbraucht als noch bis zum Ende der Autobahn. Und ich bin mal gespannt, wie viel wir noch davon wieder runterkriegen, wenn wir jetzt weiter über Land fahren. Aber meine Hoffnung, in die Nähe des angegebenen Verbrauchs zu kommen, die ist leider bereits dahin. Sprechen wir doch mal über die Bedienbarkeit hier des Fahrzeugs. Ich finde, dass Skoda insgesamt einen sehr schönen, klaren Innenraum geschaffen hat. Ich habe hier in diesem Fall ein Sport-Lederlenkrad im Fahrzeug mit den typischen Schaltern, Knöpfen, wie man sie aus dem VW-Konzern kennt. Also ich habe rechts die Möglichkeit, die Assistenten ein- und auszuschalten und ich habe die Möglichkeit, die Anzeige zu verändern, so wie ich sie gerade haben möchte. Das gilt nachher auch fürs digitale Cockpit. Ich habe rechts die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen im Display auszuwählen, die ich gerade sehen möchte. Und ich habe darüber hinaus dazu den passenden Drehdrückschalter. Auf der linken Seite kann ich zum einen meine Sprachbedienung aktivieren, aber ich kann hier eben auch die Lautsprecher des Infotainments wählen und auch die Senderwahl benutzen. Und habe zusätzlich noch hier zwei kleine Pedals für die Gangwahl. Die gibt es aber allerdings nur in Verbindung mit dem DSG-Getriebe. Ich finde, die könnten wie bei fast allen VW-Fahrzeugen etwas größer sein, etwas weiter oben rausstehen. Denn in dem Moment, wo ich sie wirklich sportlich nutzen möchte, finde ich sie doch ein bisschen zu klein, zu verspielt. Dann habe ich hier unten links noch die Steuerung vom Tempomat als separaten Hebel. Finde ich persönlich schöner als die Steuerung am Lenkrad, wie das bei manch anderem Hersteller der Fall ist. Und natürlich Blinkerhebel links und Scheibenwischerhebel rechts. In der Mitte hier habe ich eine schöne Auswahl an unterschiedlichen analogen Instrumenten, nämlich Drehreglern, um die Klimaanlage zu bedienen. Darüber finde ich sowohl die Anzeige der Klimaanlage wie auch die Möglichkeit, die Sitzheizung zu aktivieren oder aber bei der Klimaanlage manuell zu bestimmen, wohin die Luft gerade gehen soll. Und darunter habe ich dann nochmal die Möglichkeit, mein Fahrzeug manuell zu verschließen, den Start-Stopp-Bereich auszuschalten, die Fahrmodi zu wählen, die Kofferraumklappe zu öffnen, falls sie elektrisch ist, und auch die Parksensoren und auch das Park-Einparksystem, also den Park-Lenkassistenten zu aktivieren. Was halt ein bisschen moderner, neuer ist, das ist hier das große Display, das große Touchscreen, das eben keine Knöpfe mehr hat. Daran gewöhnt man sich aber relativ schnell. Aber auch hier ist wieder der Punkt, wenn ich zum Beispiel in der Navigation bin, habe ich keine Direktwahltaste mehr, um zum Beispiel zurückzukommen aufs Radio. Ich muss immer erst auf entweder den Home-Button gehen, der mir eine Übersicht schafft, oder aber auf den Menü-Button, um alle Menüpunkte zu haben. Und das ist tatsächlich ein Nachteil. Mir fehlen einfach bei diesem neuen System häufig diese
ja, Direktwahltasten, zumindest für die wichtigsten Funktionen. Das ist so das Einzige, was ich daran nicht so schön finde. Ansonsten ist das Fahrzeug hier innen sehr schön in Schwarz gehalten, mit ein bisschen Chrom, mit ein paar Zusatzelementen. Ich finde, macht insgesamt einen sehr ordentlichen Eindruck und man fühlt sich einfach wohl. So, jetzt haben wir noch 300 Meter. 300 Meter noch, dann haben wir unsere 100 Kilometer geschafft. Und dann sind wir auch schon an unserer Tankstelle, um dann mal am Zapfhahn zu überprüfen, wie viel Sprit haben wir denn eigentlich wirklich verbraucht. So, die letzten Meter bis zur Zapfsäule. 100 Kilometer haben wir gefahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir denn wirklich gebraucht haben während unserer Fahrt durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Bei normaler Fahrt, denn der Wagen zeigt an 6,5 Liter und damit 1,4 mehr, als er eigentlich im Schnitt verbrauchen soll. Ganz interessant ist übrigens noch, wenn ich hier reinschaue, ich sehe hier den Verbrauch ab Start, das sind 6,5, drücke ich auf Langzeit, die habe ich beide zurückgesetzt, zeigt er auch 6,5, drücke ich aber weiter auf Tanken, zeigt er 6,8. Bin jetzt mal gespannt, welcher Wert stimmt. Ich habe mich orientiert an dem Wert ab Start, also ab Reset. Mal gucken, was jetzt an der Tankstelle rauskommt. Das war sie, meine Verbrauchsfahrt im Skoda Octavia Kombi 1,5 TSI mit dem 7-Gang DSG-Getriebe an Bord. Bevor wir zum Thema Verbrauch kommen, erst ein bisschen was zum Auto im Allgemeinen. Was mir hier richtig gut gefällt, ist neben dem unaufgeregten Exterior und Interior das große Platzangebot im Auto, denn ich kann hier im Fahrzeug bequem auch hinter mir sitzen. Außerdem sehr schön hier im Auto ist das Thema Motor und Getriebe, denn mit diesem DSG-Getriebe und dem 1,5 Liter an Bord, da werden Schaltwechsel, Gangwechsel so vorsichtig, so sanft vollzogen bei normaler Fahrt, dass man sie überhaupt nicht wahrnimmt. Und das ist ein echtes Komfort plus. Außerdem ist der Wagen extrem leise. Hat mich bei der Fahrt, gerade auf der Autobahn, wirklich überrascht, wie ruhig es im Auto ist. Was mir hier im Fahrzeug nicht ganz so gut gefällt, das ist das Thema Infotainment. Wir haben zwar hier das große Infotainment an Bord, das alles bietet, von Apple CarPlay über Android Auto bis das Full-Link-Thema mit Live-Daten und allem, was man sich so wünscht. Aber was hier komplett fehlt, das ist neben dem Lautstärkeregler, an den ich mich mittlerweile gewöhnt habe, dass er fehlt, das Thema Direktwahltasten. Ich muss hier immer wieder auf den Home- oder Menü-Button gehen, egal in welchem Menü ich bin, um in ein anderes zu kommen. Finde ich persönlich einfach zu umständlich. Aber ansonsten finde ich, macht er eine wirklich gute Figur. Und wie gesagt, in diesem Segment ein echtes, ja, praktisches Auto, das halt auch die Simply Clever-Lösung von Skoda bietet und das eben einfach vernünftig funktioniert. Jetzt aber zum Verbrauch. Skoda gibt dieses Fahrzeug an, so wie wir ihn fahren, mit 5,1 Litern auf 100 Kilometer. Wir sind losgefahren mit vollem Tank und haben festgestellt, am Anfang der Fahrt über Land hat sich das Auto sehr zurückgehalten. Da hatten wir einen sehr vernünftigen Wert. Dann ging es auf die Autobahn, da hat er unwesentlich mehr verbraucht. Und dann ging es in die Stadt. Und da hatte ich eigentlich erwartet, dass er wieder Boden gut macht, hatte aber nicht. Sondern es ging genau in die andere Richtung. Und das konnte ich am Schluss auf den letzten rund 20 Kilometern über Land auch gar nicht wieder reinfahren. Und so hat er am Ende angezeigt einen Durchschnittsverbrauch von 6,5 Litern. Getankt habe ich dann tatsächlich 6,7 Liter, was nur unwesentlich mehr ist als der angezeigte Wert. Also denke ich, dass da kann man nicht von Schummeln sprechen. Wichtig ist aber auch, wir hatten Temperaturen während der Testfahrt, die gingen hoch auf bis zu 30 Grad im Schatten. Das heißt, die Klimaanlage, die bei mir auf 22 Grad eingestellt war, hat richtig viel zu tun gehabt. Und ich bin mir sicher, wenn man mit dem Auto bewusst sparsam fährt und das bei besseren, sagen wir, kühleren Temperaturen, kann man sicherlich noch den ein oder anderen halben Liter hier aus dem Spritverbrauch herausrechnen. Und deswegen denke ich, dass der Octavia Kombi gerade in dieser Form, wie wir ihn gefahren sind, absolut familientauglich und auch etwas für Sparfüchse ist.